einmal einen Mann, würde ich sagen, und einmal ein Haus, um es ganz platt zu sagen. Sehr grob. Was haltet ihr von den Menschen? Immer Menschen, nie Beton. Lass uns, wollen wir den Mann nehmen? Menschen. Ich füge mich. Dann verbirgt sich dieser kleine Hinweis hinter der Frage. Well, I'm not the kind. Unsere Frage führt nach Ludwigshafen. Hier führt Cephas Bansa seine Kfz-Meisterwerkstatt. Ich möchte von euch wissen, welches ehrenvolle Amt er neben seinem Beruf noch bekleidet. Ist er etwa der Kapitän des kamerunischen Nationalteams im Eisstockschießen? Oder spielt Cephas Bansa etwa den Weinmogul Kosi Tokboi in der erfolgreichsten TV-Serie in Nigeria? I will never give you my daughter to marry. Never. Never, never. No. Oder ist Cephas Bansa ein König in Ghana mit 300.000 Untertanen? Hello, Emmanuel. Und er regelt von Ludwigshafen aus den Großteil seiner Regierungsgeschäfte per Telefon. Why not they finish? You must try and finish it this week. Quick as possible. Also es wird schon heftig diskutiert. Wir schauen uns die Frage noch mal in Ruhe an, damit wir alle auf dem Stand der Dinge sind. Cephas Bansa führt in Ludwigshafen eine Kfz-Meisterwerkstatt und er ist außerdem A. Kapitän des kamerunischen Nationalteams im Eisstockschießen. Oder B. Hauptdarsteller der erfolgreichsten Fernsehserie in Nigeria. Oder C. König in Ghana mit 300.000 Untertanen. Ja, also, ich glaube, Eisstockschießen ist einfach total langweilig. Und das Hauptdarsteller der erfolgreichsten TV ist, glaube ich, nicht. Aber ich weiß, dass es einen König gibt in Deutschland, der hier lebt, der irgendwas mit einem afrikanischen... Aber ich glaube, es ist nicht Ghana. Ghana ist dafür... Das Eisstockschießen, jetzt mal ohne Blödsinn, das ist das Nationalteam. Es ist halt nicht das olympische Team. Also sprich, man hätte bei Olympia oder sowas mitbekommen, wenn da jemand... Aber es hat schon Bobfahrer aus Jamaika gegeben. Ja, aber das war beim Olympischen Spielen. Hier ist es das Nationalteam. Heißt nicht, dass sie automatisch bei den Olympischen Spielen ja vorkommen müssen, weil sonst hätte man davon was mitbekommen. Nein, heißt das natürlich? Nein. Ja, Frauen denken halt, ne? Ja. Und sehr spekulativ alles, sehr spekulativ. Aber der sah, seine Klamotten und sein Stock sahen nicht nach König aus. Ja, der Stock sah, da war so ein Vogel reingeschnitzt. War nicht umgenäht unten auch. Oder meinst du, das haben die extra gemacht? Ja, die Kutte sah arabisch aus und nicht afrikanisch. Das ist das Problem. So wie ihr argumentiert. So gerne ich den Buchstaben B mag, es ist B nicht. Ich merke, es ist noch nicht große Einigkeit bei euch. Ich will keinen Druck ausüben, aber wir müssen im Laufe... Können wir vierteln, 250, wir nehmen A und C und dann... Wir würden den Film gerne noch mal in Zeitlupe sehen, wenn das geht. Wir riskieren den König, aber es ist A, ich weiß es. Aber wir nehmen C. Also, wir nehmen C. Wir halten fest. Bettina möchte A, die Kerle möchten C. Und sie haben recht und wir nehmen C. Ja. Nein, das kann ja stimmen. Cephas Bansa führt in Ludwigshafen eine Kfz-Meisterwerkstatt und ist außerdem König in Ghana mit 300.000 Untertanen. Es gibt so einen Typen. Meine Damen und Herren, bitte die Ruhe bewahren. Hier ist Cephas Bansa. Herzlich willkommen. Was für eine große Freude. Was für eine große Freude. Ja. Für die Majestät. Ich möchte mich zuallererst in aller Form entschuldigen, dass ich Sie direkt anspreche, Majestät, weil üblicherweise werden Sie nicht direkt angesprochen, sondern wie funktioniert das? Ja, wenn ich nach Ghana komme, ich bekomme zwei Wächter. Wenn Sie kommen, ich spreche mit der Wächter. Der Wächter redet mit mir, ich rede mit dem Wächter und spreche mit Ihnen. Okay, aber also in Ludwigshafen da kommen die Kunden und schlagen meine Schulter, horche mal. Ja, okay. Und, das ist alles im grünen aber Bereich. Das sieht doch richtig aus. Wieso habt ihr denn in dem Film das nicht gezeigt? Dann wären wir natürlich so einfach auch nicht. Ist, wie schwer ist diese Kette, die Sie tragen? Das muss ja. 21 Kilo. Wow. Gold. Wenn, pures Gold? Fast. Darüber wird nicht gesprochen. Entschuldigung, darüber wird nicht gesprochen. Wie sind Sie denn König eines Stammes oder eines Volkes in Ghana geworden? Ja, das ist ein langer Prozess. Normal hätte mein Vater König werden. Mein Vater ist Linkshänder, meine Opa war König. Ja, Opa war König? Ja, und mein Vater hat 12 Frauen, wir sind 73 Geschwister.
Und ich bin nach Deutschland gekommen, um Ausbildung zu machen als Landmaschinen und Kfz-Meister. Und er ist Linkshänder und deshalb kann er kein König werden. Ja, kann ich König werden, weil wir essen mit der rechten Hand. Ja. Und nehme linke Hand, eine bestimmte Stelle sauber zu machen. Okay. Und ich darf nicht linke Hand in dein Gesicht zeigen, das ist tabu. Okay, Respekt. Habe Verständnis, also musste einer aus der nächsten Generation, dann sind Sie es geworden. Ja. Wie regieren Sie denn von Deutschland aus? Momentan, ich habe angefangen mit der Fax, ja. Faxzeit. Und jetzt mache ich per WhatsApp. WhatsApp. Ja. Okay. Majestät, wir sind gerührt und geschüttelt gleichermaßen und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und wir danken Ihnen, dass Sie dieser Sendung ein wenig royalen Glanz verleihen. Guck mal, da ist der König daheim in Ghana und hier ist er bei uns im ZDF. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.